Wieder Sonntag und damit ein Hallo und herzlich willkommen zu meinem Sunday Madness. Und ja, diese Episode, die ist ein wenig anders als die, die ihr davor gesehen habt. Und naja gut, ihr werdet schon sehen, was ich meine. Und anfangen machen wir mit unserem Retro Game of the Week. Viel Spaß damit. Mein Retro-Game ist diese Woche Street Fighter. Ja, liebe Leute, ihr seht richtig, das hier ist Street Fighter 1. Das Spiel erschien 1987 für DOS, C64, Amiga 500, Atari ST und Turbo CD. Leute, ernsthaft, wenn ihr die Sachen noch kennt, seid ihr definitiv alt. Ich brauche zu dem Spiel nicht großartig viel sagen, da es einfach nur ein 2D-Beat'em-up ist. Aber bei der Steuerung ist es für mich kein Wunder, dass Street Fighter 1 kein Erfolg wurde. Aber ich zeige euch hier mal den direkten Vergleich von Street Fighter 1 und 2. Street Fighter 2 erschien 1991. Teil 2 spielt sich viel, viel flüssiger und sieht viel besser aus. Street Fighter 1 hat eine so dermaßen hakelige Steuerung. Aber was ich bei Teil 1 ganz lustig fand, ist, dass die Special Moves wie der Hadouken oder der Shoryuken overpowered sind. Davon reichen 2 Hits und der Gegner ist down. Das war mein Retro Game of the Week. Ach, so ein komisches Game. Ich weiß nicht, Street Fighter 1 ist für mich echt ein ziemlich merkwürdiges Beat'em'up. Schon allein von der Steuerung habe ich euch davon erzählt. Gut, ich würde sagen, gehen wir direkt weiter. Und zwar mit Dr. Tizzle, Dr. T, die alte Assi-Sau. Und ja, machen wir direkt weiter mit seinem Achievement of the Week. Viel Spaß damit. Hier ist Dr. Tizzle und willkommen bei meinem Achievement of the Week. Ich habe mir für diese Woche das Spiel Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix ausgesucht. Ich zeige euch das Achievement Super Finisher. Ursprünglich wollte ich euch ein anderes zeigen, allerdings sind bei diesen Aufnahmen seltsame Dinge geschehen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Um das Achievement Super Finisher zu erhalten, müsst ihr, wer hätte es gedacht, den Gegner im Arcade-Modus mit einem Super Finisher besiegen. Ich wähle mir, wie fast jeder, Ryu aus und zeige euch das Ganze mit ihm. In der Aufnahme sieht man eigentlich sofort, dass ich kaum bzw. gar keine Skills besitze, was Street Fighter angeht. Deswegen smash ich immer die gleichen Moves und es ist nicht besonders gut. Und der erste Kampf endet, naja, nicht durch meinen Sieg, weil ich sie K.O. geschlagen habe, sondern dadurch, dass die Zeit zu Ende war. Springen wir direkt in die zweite Runde, wo es eigentlich spannender wird. Ich liefere mir jetzt hier einen erbitterten Kampf mit Chun-Li. Und ich werde es so lange durchziehen, bis ich schaffe. Und diesmal werde ich versuchen, sie mit dem Superfinisher zu besiegen. Am Ende wird es doch nochmal etwas spannend, da ich fast gar keine Energie mehr habe und die Zeit mir total im Nacken hängt. Ich gebe mein Bestes, habe jetzt einen super Move und schaffe im Endeffekt das Achievement of the Week. Ja, und das Verwunderliche ist, was bei dieser Aufnahme passiert ist, was ich am Anfang erwähnte. Ich habe gewonnen. Das passiert normalerweise sehr, sehr selten. Das war das Achievement of the Week. Bis zum nächsten Mal, euer Matizel. Ciao. Na, ob ihr langsam begreift, was das für eine Sunday Madness Episode ist? Machen wir weiter mit meinem Time Waster. Mein Time Waster ist Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Das Spiel wurde 1997 released und war anfangs nur in Arcades zu spielen. Dann gab es eine Import-Version für die PlayStation 1 und mittlerweile gibt es auch den Super Puzzle Fighter 2 Turbo HD Remix für die PlayStation 3 und Xbox 360 bei jeweiligen Online-Store. Was das Spiel zu meinem Time-Waster gemacht hat, ist das simple, aber süchtig machende Gameplay. Ihr reiht Steine derselben Farbe neben oder übereinander, so formt ihr richtig dicke Gems. Dann wartet ihr, bis eine Kugel der jeweiligen Farbe kommt, die ihr dann draufknallen könnt, damit euer Gem verschwindet und der Gegner die Steine abbekommt. Wie ihr sicherlich erraten habt, ist es das Ziel, in dem Game seinen Kontrahenten fertig zu machen. Was für Steine der Gegner von euch bekommt, ist von Charakter zu Charakter unterschiedlich. Es gibt 8 Charakter und 5 Hidden Chars. Unter den Hidden Chars befinden sich zum Beispiel Dan und Akuma, auch bekannt aus der Street Fighter Reihe. Das war mein Time Waster of the Week.
Gut, das war mein Time Waster. Super Puzzle Fighter, super geiles Ding. Super geil, super geil. Apropos geil, machen wir weiter mit meinem Lieblings-, also OST, also mein Lieblings-Video-Game-Soundtrack of the Week. Geil. Okay, und kommen wir nun zu meinem Movie of the Week. Moment, ich muss sie kurz holen. So, okay, ihr habt jetzt ein wenig Zeit zu erraten, was mein Movie of the Week ist. Falsch. Es ist Mortal Kombat. Ja, Mortal Kombat ist mein Movie of the Week. Einfach weil ich hätte natürlich auch den Street Fighter Film nehmen können, aber ich muss sagen, den mag ich nicht so sehr. Und ich habe ihn auch nicht im Besitz und ich möchte eigentlich euch nur Filme vorstellen, die in meinem Besitz sind. Und ja, in Mortal Kombat geht es um den kleinen, knuffigen, langhaarigen, muskelbepackten, arschkriechenden Liu Kang, der wieder mal auf dem Rachefeldzug ist, weil sein Bruder ermordet wurde von dem bösen Zauberer Shang Tsung. Ja, und ich weiß nicht, schon allein das Intro-Theme, was ihr jetzt im Hintergrund hört, macht den Film so awesome. Ich finde die Fight-Choreografie ist richtig geil. Nur, ja, keine Ahnung, viele Leute, die regen sich über Johnny Cage in dem Film auf, weil der ja wohl irgendwie so ein bisschen assy ist, was seine Sprüche angeht. Aber ich mag diesen flachen Humor, weißt du, weil so blöd geht's eigentlich nie. Und richtig geil ist, dass Christopher Lambert mitmacht, der Highlander. Und ja, das ist eigentlich auch eine super coole Sache. Kollege von mir weiß ganz genau, warum ich das so lustig finde. Das ist ein kleiner Insider-Ding, ich erzähle ihn euch jetzt mal nicht. Auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr guter Film. Und ja, das war's dann, denke ich, auch mit meinem Time-Western. Tada! Mit meinem Sunday Madness. Ihr bekommt jetzt auch nochmal den Trailer von Mortal Kombat ab. Wenn der gespiegelt ist, liegt es daran, dass mir schon wieder irgendwelche Content-Leute auf den Sack gehen. Von daher wundert euch nicht, dass der Trailer dann geflippt worden ist. Und ja, wie gesagt, das war's. Zieht euch den Film rein, also zumindest den Trailer. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche. Alles bei X. There burns the fury of a warrior. In every generation, a few are chosen to prove it. One of you three will decide the outcome of the tournament. Three strangers will travel to the mystical realm of Outworld to defend our people against Shang Tsung. You will die. And his forces of darkness. In an ancient tournament. One more victory. Your soul is mine. And our world no! is theirs. It has begun!